Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich einfach mal meine Gedanken teilen zu dem Proteinbedarf für den Muskelaufbau und beziehungsweise die optimale Proteinmenge und die entsprechenden Studien dazu. Das ist nämlich so, wenn man halt einfach mal schaut, generell gibt es nicht viele Studien dazu, aber es gibt halt ein paar Studien und dann, wenn man halt das googelt, dann gibt es ganz viele Artikel und die sagen alle, 2 Gramm, 1,8 Gramm, 2 Gramm, so um den Dreh, 1,7. Ja, es gibt so verschiedene, aber so sagen wir zwischen 1,5 und 2 Gramm wird immer genannt in den entsprechenden Artikeln. Und dann wird immer gesagt, ja, Studien haben das gesagt. Und oft wird dann auch gesagt, ja, Bodybuilder nehmen oft 3 bis 5 Gramm, aber das wurde natürlich widerlegt, so viel braucht man gar nicht. Und beziehungsweise das hilft gar nicht, das ist Verschwendung sozusagen. Und da habe ich mir natürlich überlegt, okay, naja, wenn das so scheint, die Artikel sagen das alle so. Aber man lernt natürlich spätestens irgendwann, kriegt man mit, okay, es gibt zu einem Thema zwei Studien, die zu zwei verschiedenen Schlüssen kommen. Also zweifelt man irgendwann und denkt so, okay, nicht jede Studie ist richtig. Also liest man sich genau durch, was wurde denn in den Studien überhaupt getestet? Was wurde überhaupt gemacht? Und dann habe ich mir das einfach mal durchgelesen, die verschiedenen Studien, die zum Proteinbedarf gemacht wurden. Und da ist einfach der Punkt, es gibt keine Studie, die den Proteinbedarf von mehr als 1,8 Gramm auf dem Muskelaufbau untersucht hat. Es gibt Studien, die haben untersucht, sozusagen von mehr als 1,8 Gramm auf, ob das schädlich ist. Es gibt Studien, die untersucht haben mit mehr als 1,8 Gramm, ob das die Gehirnleistung verändert. Aber es gibt keine Studie, wo man Leuten mehr Protein gegeben hat als 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und untersucht hat, was das für einen Einfluss auf den Muskelaufbau hat. Und deswegen kann man sagen, und das Einzige, was man halt getestet hat, waren irgendwie 1 Gramm oder so und 1,8 Gramm. Und die Leute, die halt 1,8 Gramm Protein gegessen haben, hatten logischerweise ein besseres Training, also haben einen besseren Protein pro Kilogramm Körpergewicht gegessen haben. So, was die ganzen schlauen Leute jetzt aber alle erzählen, ist halt eben, mehr als 1,8 Gramm brauchst du nicht. Und ich weiß nicht, woher die das hernehmen, aber es gibt keine Studie, die das in irgendeiner Weise unterstützt. Sowas gibt es einfach nicht. Und das heißt, das wurde nicht untersucht, da kann man nichts zu sagen. Das heißt, da muss man andere Wege finden, zu überlegen, wie viel Protein braucht man. Beziehungsweise ist es vielleicht sinnvoll, mehr als 1,8 Gramm Protein zu essen. Und da ist es einfach so, dann muss man halt eben ja selber Observational Studies machen. Kurz gesagt, man muss einfach beobachten. Man muss Leute gucken, Leute befragen. Ja, ist einfach so. Es gibt keine Studien dazu. Und jetzt kommen vielleicht Leute und sagen, das ist Bro Science, wenn der Typ sagt, er ist krass, weil so und so. Aber das ist ja das Witzige, die meisten Leute denken ja noch gar nicht, dass sie deswegen krass sind. Aber erstmal von dem Standpunkt, es gibt keine Studie, die den Effekt von mehr als 1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht auf den Muskelaufbau untersucht hat. Das heißt, man muss sozusagen selber gucken. Und wenn ich jetzt wen frage, wenn ich jetzt verschiedene Leute frage und wie viel isst du denn und so weiter und man auch meinetwegen von verschiedenen Athleten im Internet das mitbekommt, wie viel die denn essen. Und dann kommt da ein ganz eindeutiges Bild raus, dass alle Leute, die deutlich mehr als 1,8 Gramm essen, irgendwie deutlich mehr Muskelmasse haben, dann sage ich doch, okay, dann ist das das Einzige, was ich habe als sozusagen Untersuchungsobjekt, ob jetzt mehr Protein nützlich ist, zeigt alles in die Richtung, ja, mehr Protein ist nützlich. Alle Leute, die mehr Protein essen, haben mehr
bauen mehr Muskeln auf und beziehungsweise bauen schneller auf oder können eine höhere Muskelmasse erreichen als die Leute, die ihr ganzes Leben lang bei 2 Gramm bleiben oder bei 1,8 Gramm. Und eine andere Sache ist natürlich auch, es gibt Studien dazu, wie die natürliche Ernährung des Menschen aussieht. Und da ist es auch so, dass die Leute 35% Protein hatten in ihrer Ernährung. Und da die Leute früher deutlich mehr verbraucht haben als heute, weil die ja nicht irgendwie einen Schreibtischstopp haben, sondern dann haben die sicherlich auch irgendwie 5000 Kalorien oder so verbrannt, dann sind das auch mal so, weiß ich nicht, 300, 400 Gramm Protein oder so. Und das halt eben so, okay, ich sag so viel eben so, bla bla, egal, wurscht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn euch jemand erzählt, es wurde bewiesen, du brauchst nicht mehr als 1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, dann ist das Bullshit, das wurde nicht bewiesen, es gibt dazu keine Studie und deswegen muss man andere Wege finden, um herauszufinden, wie viel Protein optimal ist. Das sind alles nur Beobachtungen, die man machen kann, aber die weisen alle auf eine ganz bestimmte Richtung. Mehr Protein ist besser. Ich könnte da noch sehr viel philosophieren drüber, es gibt noch so viele andere Dinge. Ach genau, das wollte ich sagen. Die eine Studie, die untersucht hat, den Proteingehalt der Ernährung auf die Gehirnleistung, hat übrigens herausgefunden, dass Leute, die 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen, deutlich bessere Gehirnleistung haben als Leute, die nur 1,5 Gramm essen. Weil mehr Aminosäuren da sind, die bestimmte Substanzen herstellen können, die im Gehirn verwendet werden. Also, wie gesagt, es gibt so viele Dinge, die darauf hinweisen, dass man mehr Protein essen soll. Und es gibt nichts, was in irgendeiner Weise dagegen spricht. Ach genau, und ungesund ist es auch nicht, was einige Leute denken. Und von daher, das Einzige, was ich halt eben herausgefunden habe, ist, es scheint so, als müsste man deutlich mehr essen. Oder ist es sinnvoll, deutlich mehr als 1,8 Gramm zu essen. Das waren meine Gedanken dazu und es regt mich einfach nur auf, wenn Leute sagen, es ist bewiesen, es ist nichts bewiesen, die Leute haben die Studie nicht gelesen und das kotzt mich einfach an, wenn Leute so ein Bullshit erzählen. Ciao.